Galgenberg, da wurde gehängt und da wurden auch die Hexen verbrannt, ja, und geköpft wurde hier. Sehr nett. Und das war, also ursprünglich fand beides auf dem Marienplatz statt, aber es war ja dann so, dass das war ja öffentlich, wie man hier auch sieht, ja, Massenspektakel, es hat ja dann nicht mehr, der Platz hat nicht mehr gereicht, dann wurde es rausverlegt vor das Karlstor, da hat dann der Platz auch bald nicht mehr gereicht, dann ist man noch weiter rausgegangen, eben hierhin. Das waren die Open Erste für das war damals, das war, ja, war nicht Brot und Spiele, ja, so Kinder quasi, ja, ein bisschen Brot, Hinrichtung. Uns, ja, ja. Und auch dann die Leute noch anschauen, weil die natürlich, Das war so damals, das sehen wir halt heute im Fernsehen gern. Genau. Wir schauen uns einen schönen Film an und damit konnte man noch so rausgehen mit der ganzen Familie. Genau. Das ist schön. Also gut. Also das sind halt so Sachen, die eigentlich auch ein bisschen so kuschelig sind irgendwie so. Ich habe hier auch noch, das ist wieder mal Isar Vorstadt. Isar Vorstadt, man mag sich es kaum vorstellen, aber so sah die Isar Vorstadt Ende des 18. Jahrhunderts aus. Und dieser kleine Fußweg, wo da, wie man hier sieht, da geht so ein paar Leutchen spazieren auf diesem schönen kleinen Weg, das ist die heutige Müllerstraße. Also da wo dann dieses die Bad Straßenbahn fährt, wo dann auch das Bad und so weiter später war. Also es war so richtig eine romantische Auenlandschaft sozusagen. Und das hier, das ist die Stadtgalerie, die alte. Das ist, glaube ich, nicht so spannend für die meisten. Ich kenne überhaupt nicht, wo das ist. Die alte Stadtgalerie, die war an der Brienner Straße und zwar direkt hinter den Propyläen. Also wenn du vom Karlstor Richtung Nymphenburger Straße weiterfährst, also vom Königsplatz. Vom Königsplatz. Richtung Stiegelmeierplatz. Richtung Stiegelmeierplatz. Und dazwischen, da standen ja dann auf der linken Seite unter anderem solche tollen Villen. Und das war die alte Schack-Galerie. Da hat nämlich der Graf Schack seine ursprüngliche Kunstsammlung hat er dort gehabt. Und heute stehen da ja, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, ganz entzückende Sachen. Ja. Also da haben sie sich ein großes Denkmal gesetzt. Da haben sie sich wirklich auch verausgabt. Ja. Und ich habe auch noch ein schönes Bild von, das ich einfach skurril finde. Das ist nämlich, während die U-Bahn gebaut wurde, an der Ludwigstraße. Und das man sieht eigentlich jetzt hier rechts die Theatine. Genau. Und das und ist das hier. Das wäre die Feldherrnhalle davon. Ja, da hinten, hier genau. Ja, genau. Aber diese Brücke, die da drüber führt und so weiter, das ist die von der Tannenstraße. Also als die mussten, um die U-Bahn eben bauen zu können, irreste Brückenkonstruktionen da irgendwie über und unter die Straßen führen. Und ich finde es so geil, weil das sieht aus wie aus irgendeinem wilden Film. Also wird's, was es sich Metropolis irgendwie extra so gemacht worden, aber es war. Wenn ich mir das alles ansehe, München hat eine U-Bahn, ist auch alles berechtigt, aber hätte man München wirklich erklärt zu eine wirkliche Fußgängerzone gemacht, eine große, und hätte viel Geld gespart durch das, was die Straßen kosten und so weiter, und hätte. Das habe ich über die DDR auch immer gesagt, die hätten einen großen Vergnügungspark daraus machen können, da hätte man zuschauen können, wie sowas funktioniert oder nicht. Also dann wäre diese Stadt möglicherweise heute weltweit noch viel, viel beliebter. Weil die Autos wollen sie halt draußen haben, sie machen es mit Parkgebühren, mit Umweltschutzprämien und so weiter. Meinetwegen ab dem Siegestor einen großen Altstadtring und dort drin vielleicht nur mit Elektroautos fahren lassen. Ich keine Ahnung, vielleicht Pferdl oder was. Aber diesen Mut besitzen irgendwie die Menschen auch zurzeit gar nicht mehr. Nein, das glaube ich auch nicht, dass das jemals sich... Ich weiß jetzt nicht, ob es sowas sinnvoll wäre, aber sag mir doch, was würdest du dir wünschen? Für München? Ja. Mehr Mut würde ich mir manchmal wünschen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Sowohl was Architektur angeht, als auch was das eigene Image angeht, als auch was die Leute angeht. Dass wir einfach mal ein bisschen nicht immer alles nur unter der Sahnehaube, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, versteckt wird, sondern dass halt auch mal ein bisschen Reibungsfläche da ist. Der München hat ein tiefes Unterbewusstsein. Du siehst das an der U-Bahn, an diesem Bild. Ja. Du siehst das an den Bächen, die man nicht sieht. Du siehst das an den eingerissenen Häusern. Wir haben halt mal in München, sage ich immer, wirkt alles so nah. Die Berge, Weltherrschaft, Kunst, Schönheit. Hier ist die Heimat der verrückten Könige, Feldherren, Schneider, Oberbürgermeister und so weiter, wo die von Weitem betrachtet groß sind, aber wenn man nah hinschaut, oft recht dürftig. Was macht der nichts? Ist ja schön. Ja, ich find's toll, so viel kleine Schönheit
auf dem Platz, aber wir dürfen es nicht uns nehmen lassen. Wir ist gut, ich bin da ganz passiv, ich kann ja nur Kamera hinhalten lassen. Ich möchte, dass die Menschen sich erkundigen nach dir, nach Martin Arz, nach dem Hirschkäfer Verlag, der diese wunderbaren Bücher bereithält. Wenn es was nützt, ist es schön. Und ja, hör mal auf. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich danke, dass ich da war, da okay. sein durfte. Okay, dann haben wir es jetzt schon mal geschafft. Wunderbar. 1000 Grad, der Ofen brennt. Ahoi, wir sind Herzparasit. Und ihr seht uns auf Alicante TV.